Danke, Frau Wissler. Für die Freien Demokraten hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Walter Lübcke ist tot. Walter Lübcke ist zuallererst Mensch, Ehemann, Vater, Freund, Opfer einer schrecklichen und unfassbaren Mordtat. Er war groß, kantig, er war geradeaus. Wir kannten ihn noch als Kollegen und natürlich als Regierungspräsident. Er hat den Respekt der Freien Demokraten für seine Arbeit und er hat, unsere Dankbarkeit für seine Menschlichkeit und seine menschliche Art. Die Gedanken der Freien Demokraten sind auch heute bei seinen Angehörigen. Wenn es tatsächlich so ist, dass für diese Menschlichkeit und seine menschenfreundliche Art er den höchsten Preis bezahlen musste, ist das in einer besonderen Weise abstoßend. Und es führt dazu, dass wir unter keinen Umständen zurückkehren können zum Tagesgeschäft. Diese Tat hat eine Bedeutung und ist eine Herausforderung für uns alle, für alle aufrechten Demokraten und unsere Gesellschaft. Es ist Zeit, Haltung zu zeigen, aber es ist auch Zeit, die richtige Haltung zu zeigen. Die richtige Haltung als Demokrat. Was bedeutet das für uns? Nicht nur für uns Freie Demokraten, ich denke für uns alle. Ganz vorne steht der Respekt. Der Respekt vor dem anderen. Sozusagen die andere Seite der Münze der Menschenwürde. Wir geben die Würde der Menschen zurück durch den Respekt, den wir ihnen erweisen. Den Respekt vor der freien Meinungsäußerung, also die Freiheit unserer Gesellschaft und die Solidarität, das, was uns alle als Gesellschaft zusammenhält. Diese Haltung zu vertreten, für sie einzutreten, auch wenn andere durch Respektlosigkeiten herausgefordert und bedroht sind, auch wenn andere Meinungen bedroht sind, den Menschen entgegenzutreten, die dort sich so verhalten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, in unserem Land läuft seit einiger Zeit einiges schief. Regeln werden übertreten, Gesetze werden nicht mehr eingehalten. Rettungssanitäter werden angegriffen, Polizisten respektlos behandelt. Der Respekt vor den Autoritäten und den Institutionen unserer Gesellschaft, unseres Staates nehmen rapide ab. Und jetzt am sichtbarsten und am tragischsten ist ein Vertreter Walter Lübcke als Vertreter unseres Staates Opfer dieser Respektlosigkeit, dieser Unmenschlichkeit geworden. Und das muss uns alle aufrütteln. Was fordert das von uns? Es fordert von uns Mut, nicht Angst. Es fordert von uns Einsatz, nicht zurückweichen. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben heute einige wichtige Sätze gesagt. Lasst uns hier als Vertreter aller Hessinnen und Hessen zusammenstehen in so einer Situation und solange das für uns überhaupt tragbar ist, aber ich hoffe, es wird lange sein, gemeinsam für diese Haltung eintreten und streiten und nicht schon hier wieder zu spalten und zu provozieren.
Ich habe heute in der Rundschau gelesen, Taten spiegeln ein politisches Klima wider. Und dieses politische Klima ist das, was mich nachdenklich macht. Das politische Klima, nicht ausreden zu lassen, Menschen in die Ecke zu stellen, Barrikaden zu errichten und insbesondere das Klima der Vergiftung durch rechte Agitation. Das hat einen neuen Stellenwert und eine neue Größe erlangt, die uns alle in besonderer Weise aufmerksam machen muss. Und als jemand, der einige Jahre im NSU-Untersuchungsausschuss hier im Hessischen Landtag mitgearbeitet hat, ist es für mich eigentlich undenkbar gewesen, dass wir heute davon ausgehen müssen, dass Walter Lübcke Opfer rechter Gewalt geworden ist und dass diese Gewalt ihren Ausgang auch hier in Hessen gefunden hat, in einer Region, auf die wir schon mal unseren Blick gerichtet hatten. Und wovon ich ausgegangen bin, dass sie unter besonderer Beobachtung stehen würde, auch unserer Sicherheitsbehörden. Es ist etwas in unserem Land, das uns Aufmerksamkeit abverlangt. Die Bereitschaft, Gewalt, verbaler Gewalt entgegenzutreten. Und ich will mich nicht abarbeiten in dem, was verlautbart wird auf allen Kanälen. Die Presse scheint sehr gut unterrichtet zu sein und minütlich gibt es neue Meldungen. Wenn nur große Teile von dem sich bewahrheiten sollten, was wir in den Medien lesen könnten und konnten, dann ist es etwas, was ich mir nicht mehr hatte vorstellen können, nach dem, was wir im Untersuchungsausschuss diskutiert haben. Es ist eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden, für die Landesregierung und es ist sicherlich auch gerade bei den Sicherheitsbehörden als schwarzer Tag empfunden worden, was dort passiert ist. Die Polizei und auch unser Geheimdienst sind aufgefordert, all das aufzudecken und aufzuklären, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten, ohne Rücksicht auf Bedenken, die man haben könnte, was das mit unserer Gesellschaft tun könnte. Wir wollen wissen, wie es war, wir wollen wissen, wer es war und wir wollen wissen, welches Umfeld hinter diesen Taten steht, weil das ist wichtig zu wissen für uns alle. Wenn es sich bewahrheitet, wovon wir heute ausgehen müssen, dass Walter Lübcke, Regierungspräsident in Nordhessen in Kassel, und ich würde uns bitten, auch immer den Menschen zu sehen und den Menschen nie durch seine Funktion überdecken zu lassen, dass Walter Lübcke Opfer eines politischen Mordes geworden ist, ist ein Zurückkehren zur Tagesordnung nicht möglich. Es ist eine Herausforderung für uns alle. Und noch niemand kann heute abschätzen, wie sehr dieser Mord dann unser Land und unser Verhältnis in unserem Land verändern werden kann. Und ich bin entschlossen, und ich hoffe, Sie teilen das, dass wir nicht zulassen dürfen, dass die Werte, für die wir in einer freiheitlichen Demokratie alle stehen, dass diese Werte beliebig werden, mit Füßen getreten werden oder zur Seite geschoben werden. Für freie Demokraten und ich denke für uns alle ist die Demokratie, die Verfassung, der Rechtsstaat die größten Errungenschaften, die wir in unserer Gesellschaft nach dem Krieg erreichen konnten. Und diese Errungenschaften
sind es wert, mit aller Energie, aller Liebe und allem Herzblut zu verteidigen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lambrou gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich kannte Herrn Dr. Walter Lübcke leider nicht persönlich. Ich hätte ihn aber gerne kennengelernt. Er war ein über Parteigrenzen hinaus anerkannter und hoch angesehener Politiker. Es ist immer sehr tragisch, wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, insbesondere dann, wenn es sich um einen so unerwarteten und zugleich grausamen Tod handelt. Die Mitglieder der AfD-Fraktion sind in Gedanken bei den Angehörigen des ermordeten Herrn Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Während der Trauerfeier für Herrn Dr. Lübcke am vergangenen Donnerstag in der Martinskirche in Kassel habe ich in die Gesichter der Anwesenden geschaut. Tiefe Trauer, Fassungslosigkeit und Entsetzen waren darin zu erkennen. Ich kann dies nachfüllen, denn mir ging es in der Kirche genauso. Ich wünsche den Angehörigen, den Freunden und Bekannten des Verstorbenen Kraft in dieser schweren Zeit. Was bedeutet der Tod von Herrn Dr. Lübcke für uns Politiker? Ich denke, für uns alle hier zu sprechen, wenn ich feststelle, dass diese widerwärtige Tat nicht nur ein Angriff auf einen Politiker war, sondern auch ein Angriff auf uns alle, unsere Demokratie und die Werte, die wir vertreten. Zu diesen Werten gehört, dass wir politische Auseinandersetzungen niemals mit Gewalt führen, sondern jede Meinungsverschiedenheit ausschließlich mit Argumenten und Debatten begegnen. Was diesen Punkt anbetrifft, ist der Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke eine tiefe Zäsur in unserer politischen Werteordnung, welche weit über Hessen hinausreicht. Die AfD-Fraktion wird diesen Fall nicht auf sich beruhen lassen. Wir regen deshalb an, den Untersuchungsausschuss zum rechtsextremen Terrornetzwerk NSU zu reaktivieren. Auch die Tatsache, dass Untersuchungsausschüsse in Hessen in formaler Hinsicht immer noch nicht abschließend geregelt sind, sollte uns an dieser Stelle zu denken geben. Die AfD-Fraktion wird, so wie Sie auch, sich weiter dafür stark machen, dass Untersuchungsausschüsse in Hessen endlich eindeutige Verfahrensregeln erhalten, um zu einem effizienteren Instrument der Aufklärung werden zu können. Wir sind gerne bereit, mit allen im Landtag vertretenen Parteien zusammenzuarbeiten, denn wir alle sind betroffen sowie getroffen, und nur gemeinsam können wir an dieser Stelle etwas erreichen. Und ich denke, ich kann auch für alle sprechen, wenn ich feststelle, dass wir keinerlei Extremismus, egal von welcher Seite auch immer, dulden. Die AfD Hessen hat es direkt nach dem Mord an Walter Lübcke gesagt, und wir wiederholen es an dieser Stelle. Außer Trauerbekundungen zum Tod von Dr. Lübcke halten wir auch weiterhin keine anderen Äußerungen, auch nicht in den sozialen Medien, für angemessen. Applaus
Ich möchte das als Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag ganz klar sagen. Hass und Hetze lehnen wir entschieden ab. Zum Schluss meiner Rede muss ich leider noch auf Teile der Rede von Herrn Wagner, dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis Grünen, eingehen. Herr Wagner, ein Mensch wurde gewaltsam aus dem Leben gerissen. Den Mord an Dr. Walter Lübcke parteipolitisch zu instrumentalisieren, lehnen wir als AfD-Fraktion und ich hoffe auch Sie grundsätzlich ab. Meine Damen und Herren, auch die Zurückhaltung aus Respekt vor dem Tod eines Menschen gehört zu unseren nicht verhandelbaren Werten. Daran möchte ich in dieser schweren Stunde ebenfalls erinnern. Wir hätten gerne einen gemeinsamen Antrag mit Ihnen heute eingebracht. Wir wurden leider nicht gefragt. Das gilt es zu akzeptieren. Wir werden dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Freien Demokraten selbstverständlich zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will eine Vorbemerkung machen. Herr Lambrou, die Würde, die hier von einigen Rednern zu Beginn der Debatte für diese Debatte eingefordert wurde, verbietet es mir, auf Ihren Redebeitrag näher einzugehen. Es verbietet es mir, Sie zu konfrontieren mit Meinungen, mit Stimmen und mit Äußerungen aus Ihren Reihen bis vor allen Dingen auch in die Bundesspitze, diese heute hier zu zitieren, lediglich die Pietät und die Rücksichtnahme auf eine, wie gesagt, würdevolle Debatte. Sie sprechen hier. Sie sprechen hier, und ich glaube, das darf ich für alle anderen Fraktionen sagen, nicht für alle, sondern wenn überhaupt, dann nur für die AfD. Und Frau Kollegin Wissler, ich will Sie nicht gleichsetzen. Sie haben das in Ihrem Redebeitrag angesprochen. Wir beide hatten andere Gelegenheiten, um über die Frage zu diskutieren, weshalb verhält sich die CDU so gegenüber den Linken. Und auch zu Ihnen sage ich heute noch einmal, ohne Sie gleichzusetzen, dass wir sicherlich Gelegenheit haben und nehmen werden, über die Gründe, die die CDU dazu bewegen, mit Ihnen keine gemeinsamen Anträge im Hessischen Landtag einzureichen, zu reden. Lassen Sie mich nur so viel sagen. Wir haben in diesem Hause Debatten geführt in den letzten Jahren. Die Frage, die Sie selbst aufgerufen haben, nämlich wann werden möglicherweise aus extremen Gedanken Worte und dann auch Gewalttaten, all das ist in der Vergangenheit auch zu anderen Anlässen hier im Hause, wie ich finde, zu Recht diskutiert worden. Wenn wir diese Debatte mit Ihnen so führen können, dass Sie akzeptieren, dass Gewalt völlig losgelöst, woher sie kommt, niemals, ich sage niemals, ein probates Mittel von Politik sein darf, auch nicht Gewalt auf der Straße, dann können wir auch über die Frage der demokratischen Prozesse und dem Miteinander auch in diesem Hause miteinander reden. Kolleginnen und Kollegen,
Über Walter Lübcke ist zu Recht von allen Rednern als einem Menschen gesprochen worden, der nicht nur ein sympathischer, ein freundlicher und in aller Regel auch gut gelaunter Zeitgenosse, Kollege und Freund war, sondern der auch mutig war. Und es ist angesprochen worden, ich glaube, von Matthias Wagner, aber auch anderen, dass es einen ganz bestimmten Vorgang in den letzten Jahren gegeben hat, wo das jeder in verschiedener Form, ja, auch in den sozialen Netzwerken nachvollziehen konnte. Und Walter Lübcke war nicht der Einzige, der im Zusammenhang mit dieser großen Herausforderung, die wir seit 2015 haben, solchen Prozessen, solchen Konfrontationen und auch manchen Exzessen ausgesetzt war. Er war auch einer von denen, die damit konfrontiert wurden, aber leider kein Einzelfall. Und deswegen will ich hier auch noch einmal sehr, sehr deutlich sagen, wenn diese Situation auch nur irgendetwas hat, wo sie auch helfen kann, wo sie Bewusstsein schaffen kann, wo sie im Sinne Walter Lübkes dazu beitragen kann, dass diese Gesellschaft wieder zu einem gemeinsamen Konsens unter Demokraten kommt und dass wir gemeinsam uns all dem entgegenstellen, was beispielsweise vor allen Dingen ehrenamtlich kommunalpolitischen Menschen unterschiedlicher Parteien entgegenschlägt, ja, dann wäre es vielleicht ein Vermächtnis und ein Erbe von Walter Lübcke und ich sage ausdrücklich auch sicherlich im Sinne seiner Familie, so dass da irgendetwas bleibt, außer nur der Trauer, in Anführungsstrichen, über einen Zeitgenossen wie Walter Lübcke und nur einer politischen Debatte, wie wir sie natürlich an verschiedenen Stellen auch im Innenausschuss des Hessischen Landtags führen müssen, sondern wäre es vielleicht auch eine Debatte, die uns nach vorne schauen lässt und mit Zuversicht erkennen lässt, dass, wenn wir alle Gemeinsames wollen, der Rechtsstaat und die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland und hier in Hessen eine gute Zukunft hat. Ja, und es ist von fast allen Rednern sehr glaubhaft versichert worden, dass wir nicht spekulieren wollen, sondern dass wir die Ermittlungsarbeit selbstverständlich den Sicherheitsbehörden, dem Generalbundesanwalt und allen Beteiligten auch hier in Hessen überlassen sollten. Und nicht spekulieren betrifft denn uns alle, jeden Einzelnen von uns genauso eingeschlossen wie die Medien, die Menschen, die im Internet unterwegs sind, gleichermaßen. Und dann will ich, Herr Schaus, schon auch auf einen Punkt eingehen, weil es jetzt gerade ganz aktuell zu sehen ist, dass man selbstverständlich alle Fragen stellen darf und muss in einer Demokratie, ist völlig unbestritten. Und das haben Sie gemacht und das haben auch FDP und SPD gemacht, mit Blick auf die nächste Woche. Und es wird sicherlich nicht die letzte Gelegenheit sein, dass Fragen gestellt werden können und so weit wie möglich selbstverständlich mit Blick auf die Ermittlungsunabhängigkeit auch beantwortet werden. Aber es ist gerade eben eine Meldung zu den Akten, die Sie hinterfragt haben, ob die denn gelöscht worden seien, im Hessischen Rundfunk oder in der Hessenschau veröffentlicht worden, in dem der Verfassungsschutz sagt, dass es diese Akten sehr wohl noch gibt. Ja, Sie und andere reden häufig auch im Konjunktiv. Aber ein sich wiederholender Konjunktiv führt natürlich am Ende in dieser Medienlandschaft, in der wir sind, sehr, sehr häufig auch dazu, dass der Konjunktiv kein Konjunktiv bleibt, sondern aus Fragen, aus Insinuierung auch vermeintliche Tatsachen werden. Ich will das ausdrücklich nur an diesem einen Punkt beschreiben, um alle, auch die Medien, auch die politischen Verantwortlichen in dieser Debatte, in dieser schwierigen Zeit ein wenig zu mahnen. Und ich sage ausdrücklich, es gilt auch für die eigenen Reihen. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass die hessischen Behörden alles tun, das haben alle übereinstimmend festgestellt, was Menschen möglich ist, um Aufklärung zu schaffen, und zwar zu 100%. Es sind 60 Ermittler des Landeskriminalamtes Hessen dabei, in den Ermittlungen den Generalbundesanwalt zu unterstützen. Und für den Fall, ja, jetzt verwende ich auch einen Konjunktiv, dass sich das bewahrheitet, was der Generalbundesanwalt bzw. der Sprecher vermutet oder als sehr verdichtete Wahrscheinlichkeit vorgestern erklärt hat, nämlich, dass es einen rechtsextremistischen Hintergrund gibt und der Täter aus entsprechenden Milieus kommt,
will ich ausdrücklich sagen, dass es selbstverständlich so ist und sein muss und gar nicht anders sein kann, dass die Sicherheitsbehörden auch und gerade in Hessen nach den Ereignissen, die wir hier über einige Jahre diskutiert haben, der NSU, Morde, die auch in diesem Land stattgefunden haben, selbstverständlich den Rechtsextremismus als eine wesentliche Priorität in allen Ermittlungsarbeiten aufnimmt und hat. Und mein Eindruck, das will ich auch sagen, ist nach Gesprächen mit dem Verfassungsschutz, nicht nach der Tat und dem Mord an Walter Lübcke, sondern schon Monate zuvor, dass das auch und gerade beim Landesamt für Verfassungsschutz hier in Hessen sehr wohl der Fall ist. Eine absolute Prioritätensetzung in die Ermittlungsbereiche rechtsextremer Gefährdungspotenzial. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig. Wir werden alles in unserer Macht Stehende unternehmen, die Freiheit und eine sichere und offene Gesellschaft zu bewahren. Das sind wir Walter Lübcke, einem aufrechten, mutigen Demokraten, unserem Freund, langjährigen Kollegen und einem mutigen und liebenswerten Menschen schuldig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Boddenberg. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind also am Ende der Debatte angelangt und kommen nun zur Abstimmung über die beiden vorliegenden Anträge. Zur Geschäftsordnung, Herr Schaus. Herr Präsident, wir bitten darum, die Ziffer 4 getrennt abzustimmen des Antrags der vier Fraktionen. Okay. Ich rufe als erstes zur Abstimmung auf den Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Freie Demokraten, Trauer um Dr. Walter Lübcke, Feigenmord konsequent aufklären, unsere Demokratie entschlossen verteidigen, Drucksache 849 aus 20. Und wir stimmen hier zuerst getrennt über die Ziffer 4 ab. Wer der Ziffer 4 die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind AfD, FDP, CDU, Bündnis 90, die SPD. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion Die Linke. Dann lasse ich jetzt über den Rest dieses Antrages abstimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Ich frage trotzdem, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Nein. Damit ist der gesamte Antrag angenommen. Jetzt stelle ich zur Abstimmung den Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion Die Linke, Trauer um Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, CDU und Verurteilung rechter Gewalt und rechten Terrors 850 aus 20. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen SPD und Die Linke. Wer ist dagegen? Das sind AfD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist dieser Entschließungsantrag abgelehnt.